Um den perfekten Sprung in die Selbstständigkeit zu ermöglichen, macht sich die IHK aus Thüringen schon seit Jahren stark und hatte am Mittwoch zum nun schon 14. Mal ins Bildungszentrum in Gera eingeladen. An 40 Informationsständen hatten wieder Jungunternehmer die Gelegenheit, sich in individuellen Gesprächen mit Vertretern verschiedener Institutionen umfassend zu Themen wie zum Beispiel Gründungskonzeption, Finanzierung und Existenzfestigung zu informieren. Viel nützliches Wissen boten darüber hinaus auch verschiedene Fachvorträge und Diskussionsrunden. Den Auftakt zum Ostthüringer Gründer- und Jungunternehmertag gab etwa Dr. Ernst Schneider aus Saarbrücken mit einem Referat unter dem Titel »Keine Angst vor fairen Preisen«. Die Grußworte von Thüringens Ministerpräsidentin, die in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat, überbrachte im Anschluss Staatssekretärin Dr. Marion Eichborn. Der Existenzgründertag der IHK in Gera ist eine Erfolgsgeschichte, auch wenn diesmal zeitweise ein eher verhaltener Andrang herrschte. Die großen Besucherzahlen die Jahre zuvor brachten politisch geschaffene Rahmenbedingungen. Zu Zeiten, als es noch für viele Arbeitslose massive finanzielle Unterstützung gab, um sich überhaupt erstmal zu gründen und um aus der Arbeitslosenstatistik zu verschwinden, war der Run hierher zu der Veranstaltung sehr, sehr hoch. Wir haben also eine sehr hohe Zahl von Besuchern gehabt, aber nicht immer so eine hohe Qualität. Wir haben jetzt eine deutlich geringere Zahl, dafür aber mehr Qualität bei den Fragen, die die Unternehmer, die Gründer stellen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also die Zahl geht stetig zurück und die Qualität wird stetig besser. Besser geworden ist auch die Lage am Markt, wo nach 6 Jahren in Sachen Existenzgründungen nun wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Thüringen ist mit 38 Betrieben auf 100.000 Einwohner die Nummer 2 im Ländervergleich und wird nur noch von Baden-Württemberg getoppt.